Es ist Hochsommer und das schon seit einigen Wochen. Und klar, da haben viele Betriebe Hochkonjunktur, egal ob Eisdielen oder möglicherweise Frittenbuden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie holen sich Ihre Pommes, die vorher in einem solchen Sieb lagen. Nee, also das ist wirklich widerlich. Und um sowas vorzubeugen und auch aufzudecken, dafür ist die Stadt Mannheim unterwegs. Auch im Jahr 2017 wieder waren die Lebensmittelkontrolleure auf Patrouille. Mehr als 4000 Betriebe haben sie dabei untersucht. Und die Bilanz, die der erste Bürgermeister Christian Specht und PRK Schellenberger vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung heute vorgestellt haben: fast jede sechste untersuchte Lebensmittelprobe wies Mängel auf. Drei wurden sogar als gesundheitsgefährdend eingestuft. Das ist zwar weniger als im Jahr zuvor, aber die Kontrolleure haben bei mehr als der Hälfte der Betriebe Hygienemängel festgestellt. Sieben mussten sogar zumindest zeitweise schließen. Und Christian Specht, der erste Bürgermeister der Stadt Mannheim, ist bei uns. Und ich habe es eben gesagt, also es geht nach oben zumindest. Der Trend ist positiv, aber es ist auch noch viel Luft nach oben. Wie sehen Sie es? Ja, ist richtig. Wir kontrollieren mehr, über 4000 Kontrollen mit 11 eigenen Kontrolleuren. Die Beanstandungsquote nimmt eigentlich ab, gerade die schweren Delikte, Gott sei Dank. Wir haben nur 7 Strafverfahren und 7 Teilbetriebsschließungen. Das ist weniger als normal. Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe von Beanstandungen immer wieder. Sie haben die Bilder gesehen. Niemand will an dieser Frittenbude tatsächlich mit Genuss nicht nur diese Fritten, sondern auch mit diesem Sieb, aus diesem Sieb etwas essen. Deswegen ist Verbraucherschutz nach wie vor ein ganz, ganz großes Thema. Verbraucherschutz ist Gesundheitsschutz. Aber es ist eben auch die Bewahrung der Verbraucher vor Täuschung. Und, denn wir müssen die schwarzen Schafe rausfiltern, damit die anständigen Unternehmen, die investieren in Hygiene, in Sauberkeit und sich ehrlich verhalten, dass die nicht die Dummen sind am Ende des Tages. Sie sagen Täuschung, aber das auch nicht nur im Sinne von eben angesprochener Hygiene, sondern auch von beispielsweise Etikettenschwindel. Ganz klar, Verbrauchertäuschung findet statt. Zum Beispiel, wir haben einen Apfelbetrug gewissermaßen aufgedeckt. Das heißt, wo Äpfel, die nicht aus dem Bodenseeregion stammen, aber so deklariert worden sind, tatsächlich stammten sie aus Chile und aus Südamerika, aber dennoch haben die Leute einen höheren Preis dafür gezahlt. Auch das muss mit aufgedeckt werden. Das haben wir in der Untersuchung gezeigt und eben auch die schwarzen Schafe dann geahndet mit Bußgeldern. Auch das findet nach wie vor statt, obwohl man denkt, naja, das ist gerade keine Gesundheitsgefährdung. Aber es geht auch um gleiche Wettbewerbsbedingungen, damit eben gerade die Ehrlichen nicht die Dummen sind, die sich ordnungsgemäß verhalten. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Betriebe aus? Ist das, oder wie viel ist Zufall und wie viel auch wird von außen an Sie herangetragen? Also wir haben einmal die Verbraucherbeschwerden, über 200 Verbraucher, die sich melden, wenn ihnen was auffällt, wenn sie was auspacken und es ist verschimmelt zum Beispiel schon bereits. Den gehen wir nach natürlich. Dann machen wir viele Nachkontrollen von Unternehmen, die einmal aufgefallen sind. Und wir gucken natürlich uns schwerpunktmäßig Dinge an. Wie gesagt, letztes Jahr schlechte Ernte beim Obst. Deshalb wussten wir, dass die Äpfel, dass die Gefahr für einen Betrug sehr groß ist. Und deswegen sind wir dieser Äpfelgeschichte nachgegangen. So haben wir immer wieder Schwerpunktthemen. Heißt also auch für Verbraucher, Sie können sich ruhig an die Stadt Mannheim wenden, wenn Ihnen was auffällt. Absolut. Das Team des Verbraucherschutzes steht bereit und geht jedem Hinweis nach. Nicht immer sind sie berechtigt, aber dort, wo sie berechtigt sind, kann der Verbraucher sicher sein, dass wir dann auch die schwarzen Schafe zur Strecke bringen. Christian Specht, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.